Heidi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Live in der Woods zusammen mit dem Nicht-C des Spins, weil wir haben uns überlegt, ja, er muss nicht überall dabei sein, wir müssen Prominent. wieder über ihn ablästern. Mit an meiner Lästerseite ist der werte Onkel. Ja, hallo, Hallöchen. Wir werden heute so richtig hart wieder beim C des ablästern, damit er sich wieder aufregen kann, dass wir über ihn lästern. Genau. Nee, Oder Spaß! gedismobbt. Ja. Da hat er sich jedes eine Mal schon geärgert, wo wir über ihn Spaß gelästert haben. Ich glaube nicht, ich glaub nicht, dass das echtes Ärgern war. Nein. So. Er hat es auch so aufgenommen, wie ich ihm dann gesagt habe, dass es ja, Spaß war. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass die Schläge vom Chris wehtaten. Nee, Spaß. Ja. Natürlich gab es keine Schlägerei. Ja. Nur eine kleine. Er hat kurz mal gegrummelt und dann war es wieder alles in Ordnung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir überhaupt irgendwie gelästert haben. Ja, Weil wir sind das ja eine eigentlich Mal, sowas von. wo wir das erste Mal mit dir aufgenommen haben und dann der Chris gegangen ist und wir noch was aufgenommen haben. Da haben wir Erinnert sich gelästert? trotzdem nicht mehr. Ne, überhaupt nicht. Ja gut, Gedächtnislücken bleiben Gedächtnislücken und die kommen halt auch nicht mehr so schnell wieder. Richtig. Ja, da müsste man sich die Folgen nochmal anschauen. So. Dual. Ich bin gerade am überlegen, was ich jetzt hier, wie ich das mache, weil ich würde schon so ein bisschen was gern hier anpflanzen, aber irgendwie, wie gesagt, würde ich das auch gern für einen Honig benutzen. Obwohl ich kann hier meine alte verranzte Haut, die ich hier, mein altes verranztes Fleisch Ist von was? meinem Grab, Nee. kann ich ja eigentlich dann Komisch. schon nutzen als Dünger sozusagen. Und baue einfach hier was hin. Ein Feld oder so. Hier vorne hin so ein paar kleine Anpflanzungen. Anpflanzungen? Was pflanzt denn an? Aber weh, du pflanzt Cannabis an. Ach Manu. Da war ich gerade so froh drüber, dass ich das machen kann. Mein toll Cannabis. Das sieht aber die Polizei nicht so gerne, wenn du sowas anbaust. Nein, nein, nein. Warum wachsen die Bäume so komisch behindert? Weil es alles Spaß, die Bäume sind. Das hast du aber jetzt geklaut, ne? Von deinem Baum, ja klar. Ja, ich weiß. Wie klein, weniger erschrocken hier. Warum? Da ist hier Ist ein einer da Creeper hinter oben. dir gekommen. Du hast es nur knapp überlebt. Der Creeper ist nicht hinter mir gekommen, nein. Obwohl, eigentlich mal, ist eigentlich mal so eine coole Frage, wie pflanzen sich eigentlich Creeper fort? Ja, das. Also. Bombastisch, ja? Nee, aber. Ja, es ist so vom. Ablauf ist es wirklich bombastisch, ne? So, Creeper Mann und Creeper Frau treffen sich, ne? Bekommen Herzen über den Kopf. Und dann macht es auf So kleine einmal. TNT-Stangen. Paar TNT-Röhrchen. Jo. Oh, wie süß. Guck dir das Creeper-Pärchen an. Es hat TNT-Röhrchen. Oh, nein, sie gehen gleich in die Luft. Ja, nee, die bekommen Herzen über den Kopf, ne? So, die ploppen da auf, ne? Und dann haben sie sich so ganz doll lieb, dass sie in die Luft fliegen und auf einmal drei Creeper da sind. Das ist das ganze Geheimnis. Okay. Ja. Also, so pflanzen die sich fort und bei Spinnen ist es klar. Es gibt eine Überspinne, die hat einmal so Eier ausgeschissen und ja. Kennst du die Spinnenplage? Ja, die spinnen doch. Ja. Und die Skelette sind die Zombies, die komplett vertrocknet sind. Und die haben halt einen Bogen bekommen. Keine Ahnung woher. Irgendwer ist deren offizieller Bogenausstatter. Den Okay. sollte man mal verklagen. Das Ja, sind und bestimmt. Zombies ist klar. Zombie-Invasion, ne? Dorfbewohner zu dumm, um die Angelegenheit schnell zu lösen. Kein Wunder, dass immer so viele kommen. Dorfbewohner?
Achso, ja, du hast ja sowas noch nie gesehen. Warum habe ich, hab ich den Dorfbewohner nicht gesehen? Keine Ahnung. Also jetzt unterschätzt du mich auch. ein paar Jahre Minecraft-Erfahrung habe ich auch. Ja, aber wenn du so Fragen Dorfbewohner sagst, nicht was Dorfbewohner sind, sondern weil du gesagt hast, da kommen die zuhauf. Du meinst Zombies, aber ich habe halt gefragt Dorfbewohner. Das war ein Witz eigentlich, aber. Ach so, du, ah, ja. Ich hab mit inkompetent? Ja, ja. Inkompetent. Erstmal von Doofheit ausgehen, ne? Erstmal. Doofheit habe ich nicht gesagt, ich sagte nur inkompetent. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Oh, ist ja schon wieder dunkel, Mann. Ja. Willst du schlafen? Oh yeah. Nice. Oh yeah. Ich pushe mich da neben Baum hin. Schalalala. Lalalala. Schalalala. So, ich liege. Ja, ich auch. Ich liege! Hoffentlich tief. So. So, ich weiß aber gerade nicht, warum ich so wenig Frames habe. Also mir geht's, glaube ich, gerade auch so. Ich glaube, mein bisschen nachziehen tut mein Spiel jetzt auch gerade. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, ne, ich habe nur 20 Frames. Aber es läuft komischerweise flüssig. So, nochmal den. Obwohl, wenn ich eigentlich dem Programm sage, nimm mit 60 auf, nimmst du mit 20 auf, was macht das Programm? Eieiei. So. Aber ja, egal. Wir sind jetzt einmal ein Stückchen wieder weiter oben. Jetzt geht das Bauen weiter bei mir. Bauen macht Spaß. Du bist ein Bauarbeiter. Ich bin Bob, der Baumeister. Ich meistere jeden Bau. In Schwarzarbeit. Hat keiner gehört, oder? Also ich würde sagen, das jetzt nehme ich mal als größeres Feld, oder? Weil ich weiß nicht, ich habe ja bloß zu wenig Platz in meinem Garten. Aber... Wie, du hast einen Garten? Ja, jetzt schon. Also, ja gut, das nächste, das sage ich lieber nach der Aufnahme. Was ist denn das wieder? Ja, tut mir leid, das kenne ich alle zufälligen Sprüche. Zufällig passen. Okay. Ja. Okay. Ach, ich hatte ja doch noch Möhren. Karotten. Naja, hast du mehr. So, was pflanze ich denn als nächstes ein? Was wollte ich denn da vorne noch haben? Kartoffeln. Habe ich denn Kartoffeln? Ich habe keine Kartoffeln. Klaust du irgendwo her? Es gibt ja genügend. Ja, wer weiß, wo ich da hinrennen muss. Ins Bauernhaus? Ach, in jede andere gut besuchte Bude? Stimmt, hier drüben ist ja Dingens Bummens. Hier drüben ist ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus. Ach, ein Gewächshaus. Genau. Ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus. Wie schwul hat das so jetzt geklungen? Ja, geh weg! Du Haus! Oh, okay, wo sind wir jetzt gerade doppeln? Gibt's Love überhaupt? Parade 2.0 habe ich gehört. Was ist das? Nee, das ist nicht richtig. Nicht? Warum nicht? Was genau willst du jetzt von mir wissen? Ja, was. Ja, du hast gesagt, das ist nicht richtig. Ja, was genau ist jetzt nicht richtig daran? Da sind keine Kartoffeln. Hat er Pech. Warte mal, vielleicht hat der C das bei sich noch unten im Lager Sachen drin hat? Ja, also bei ihm gibt's genügend. Da kannst du ihn blank ausrauben. Okay. Du hast gesagt. Aber du hast getan. Aber hier gibt's keine Kartoffeln. Hat er Pech. oh, er hat sogar eine Bienen. Oh, die klauschen weg. Oh, wie sind das?
Oh, zwei Stück, die klaue ich weg. Die klaue ich dir weg. Lieber Cedes, ich habe dir gerade deine Bienen weggeklaut. Warum? Weil ich mir ja gerne meine Dings machen muss. Und da brauche ich nicht. Warum? Darum. Genau. Und da brauche ich mich nicht erst ewig auf Reisen gehen, um mir Bienen zu suchen. Ja, ich habe auch noch welche, aber die will ich selbst noch mit behalten. Nö, geklaut. Was, das Bienen? Was? Bienen? Was? Ich hab nichts gehört. Was? Du und Bienen? Warte, ich schau mal nach. Nein, da ist nichts. Nö, hier sind keine Bienen. Nö. So, ich hoffe, dass ich mit der Biene nicht seinen Stolz getroffen habe. Dass er vielleicht selber Bienen machen wollte, weißt du? Du hast deinen Stolz weggestochen. Also, Mann, nein! Aber ich bin doch allergisch. Zypressenbohr. So. Also, hier ist noch ein Silber. Das ist noch eine Biene. Drei Bienen. Oh, meine. Biene. So, der hat hier nichts. Der hat hier nichts verkackt, der Dant. Der hatte noch nie Bienen. Was? Er hatte noch nie Bienen. Das hat keiner gesehen. Nein. In welche Richtung springe ich ab? Springe ich in diese Richtung ab? Links? Nein. Links? Okay, ich springe wieder links. Geronimo! Ich hab's überlebt. Eine Grille hier im Haus. Ah, warte mal, da hat ja auf dem Dach noch Felder, ne, der liebe Cedes. Ja. Ja. Boah. Du, ich hätte auch noch Salat, falls du Salat brauchst. Nee, ich suche jetzt gerade Kartoffeln, weil ich würde gern Kartoffeln haben. Aber es sind hier keine Kartoffeln, nirgendwo. Möhren, alles mögliche, aber keine Kartoffeln. Das ist halt kein Kartoffelland hier. Ansonsten musst du zu mir raufgehen. Ich habe ganz sicher Kartoffeln. Ja, ganz sicher. Ich gucke mal bei der. Wie heißt du denn? Wieder? Schneggerlade. Andrea. Und bei der Micha. Micha, ich wusste, ich hab's wirklich richtig gemerkt. Immer diese Namen, verdammt. Ja. Ich bin froh, dass ich Andi richtig rauskriege. So. Ich will schneller hoch. Kartoffeln, sie hat Kartoffeln. Und Süßkartoffeln. 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 Boah, ich bin ja schon fast oben. Warte mal, wie habe ich denn jetzt Kartoffeln? Oh, reicht. Und das nächste Mal, wenn es wiederkommt, ist alles wieder nachgewachsen. Nichts passiert, alles okay. Alles supi. Supi-dupi. Mach ich jetzt hier noch schön Kartoffeln hin. Kann man das nächste Mal mit reinpflanzen wieder. Und hier die Süßkartoffeln. Warum kann ich nicht einpflanzen? Ach so, da brauche ich Samen. Ja, und die Piff, machst du puff, eine puff, Sauce. Puff, piff, piff, ein Crafting-Inventar. Puff. Ja, das schon, weißt du noch. Schon passiert, ja. Das gut. Wusste ich noch. Also wenn du das noch weißt, dann hast du... Ist doch alles okay. Lass du weiter spielen mit uns. Was hab ich denn hier noch für Samen? Bienensamen. Samen? Also das brauche ich hinten. Auf dem Feld. Werde ich das mir auch gleich mal noch umwandeln. Aber das brauche ich dann später. So baue ich mir denn jetzt hier noch so ein Zeug irgendwie an, also ich weiß auch nicht. Weil eigentlich habt ihr ja das hat ja gar keinen Sinn, sich was anzubauen. Das habt ihr ja alles in Hauf rumstehen, das Zeug. Halb weiß ja. Ich weniger, ich bin nicht so der Erntetyp.
Ich glaube, so damals in meiner Kindheit war ich genügend auf Pflanz ja Gründen. Das werde ich noch einpflanzen. Da habe ich schon einiges angepflanzt. Och nö, aber legales Zeug. Machen wir Ja, das. man muss schon erklärend sein, ne? Wie habe ich denn da vorne hin? Oh, ne. 1, 2, 3, 4. Machen wir hier hin auch 4. Dann bei 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier noch ein Weg hin. Perfekt. Perfekt. Upp, Perfekto. nein. Oh Mann. So. Können wir natürlich eigentlich auch was Schnelleres bauen, um höher hochzukommen. Aber nee. Alter, was mache ich denn noch für eine Scheiße gerade? Egal, ich mache Ziemlich da. grandiose. Yep, so ungefähr. Und es geht nicht gerade in die Hose. Huch, jetzt bin ich an meiner Festplatte hängen geblieben. Nicht an der internen. Nicht, dass ich denke, wie macht er das? Er ist ein Magier. Er bleibt an seiner internen Festplatte hängen. Genau. Naja, da kann man sagen, naja, du bist irgendwie hängen geblieben. Ja, genau. Richtig. So, drei Bienen. Wunderschön. Wunder, Wunder. So, und den Rest? So. Mach ich hier noch was hin? Läuft. Mach ich hier noch was hin? Ach, ich bin so unentschlossen. Bist du Dann das? nutze ich die andere Fläche hier für. Oh, das mache ich. Ach, das Pferd, das trampelt ja auch überall rum. Ich sollte vielleicht mal für das Pferd noch irgendwo. Wenn es der Garten soll hast, macht es denn nichts aus. Den Bienen? Nein, dem Ach, Zeug. schlafen gehen. Apropos, ist dunkel. Ist dunkel. Sprung ins Ich Tiefe! habe keinen Bock zu explodieren oder gefressen zu werden. Zack. Doch, mir stört es nicht. Wie sieht's denn aus mit der Zeit? Mit der Zeit haben wir noch 2,5 Minuten. Krass. Was man nicht alles schafft. So, und ich habe 17 Leitern dabei. Schön. Und das Gute ist, ich muss noch mehr Holz sammeln. Okay. Weil ich will ja den Stamm unten größer haben. Den will ich, glaube ich, auf entweder 5x5 oder 6x6 kommt der groß. Und dann verringert sich das nach der Höhe ein bisschen. Mit auf die 3x3 ziemlich weit oben. Dann sieht das wenigstens ein riesiger Mammutbaum ähnlicher. Und eine 3x3 Säule. Und es hat mehr Struktur. So. Ich werde jetzt noch raufklettern. Das ist ziemlich unspektakulär und wir werden noch ein bisschen was vom lieben Onkelchen lernen. Was? 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 Lernen von mir? Was? Was? Wer? Was lernen? 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 Oh Gott, lernen ist sowas von 2008, oder? Aber echt, ey. Lernen, das ist voll schon clean, Mann. Oder mache ich das hier so hin und halte es in Grenzen? Mach hier noch ein paar. Du kannst auch die Grenzen öffnen, ne? Ja, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wie mache ich das am dümmsten? Naja, dich dumm anstellen? Wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, ich nehme bloß das kleine Stück und halte es in Grenzen mit dem Honig, weil ich brauche ja nicht so haufenweise. Warum? Wozu? 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 Dann mache ich hier lieber noch ein bisschen, ein paar Felderle hin. Noch ein bisschen was. Was heißt Felder? Ne? Viel Feld gibt's da nicht. Einfach ein bisschen Freifeld. Hey, was ist denn hier los? Was denn? Ja. Ach, ich Vollidiot. Jetzt habe ich schon überlegt, warum steht denn hier überall Gartenproxy? Klar, ich muss ja trotzdem noch mit der Eisenhake, mit der Hake alles niederklopfen. Das habe ich jetzt.
Nicht bedacht. Nein, das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Habe ich das hier gemacht? Ja, hier habe ich das gemacht, oder? Ja. Okay. Ja, alles super. So. Ja, liebe Freunde, dann war das jetzt auch schon wieder für den Part, denke ich mal. Ja, das war's dann und wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, das Leben im Wäldchen mit ohne CD-Spins. Ja, gut, habe ich gesagt, dass er dabei sein muss? Nö, habe ich nicht. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.